Guten Morgen am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020. Ein ganz lieber Gruß von unserer kleinen Go4Peace-Community mit einem Start in den Tag. Also, heute Morgen mache ich erstmal ein Streichholz an. Ihr merkt, beim zweiten Mal ist es gelungen. Und das hat nämlich mit dem heutigen Evangelium zu tun. Ich puste es mal aus, sonst wird es mir zu heiß. Denn Jesus sagt im heutigen Evangelium bei Lukas im 12. Kapitel, Vers 49 bis 53, dass er gekommen ist, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie froh wäre ich, sagt er, es würde schon brennen. Und dann wird es hinterher noch heißer, wenn er sagt: Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein, wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Also, Jesus möchte im Grunde mit dem Streichholz eben angedeutet, mit dem Feuer angedeutet, Menschen, die brennen, die entschieden sind, die für eine Sache wirklich stehen und sich einsetzen. Er kann mit diesen Jein-Typen oder mal sehen oder weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Mit diesen Typen, die so lau sind, kann Jesus nichts anfangen. Und wie oft ist das heute so, dass sich Menschen wirklich bis zum letzten Augenblick alle Entscheidungen offen halten? Und wenn jemand was planen muss, ist das richtig schwer, mit denen umzugehen. Und er sagt, ich brauche entschiedene Typen, die sogar in der Familie, ich sag mal, in gewisser Weise gegeneinander sind, weil sie für eine positive Sache entschieden sind. Zwei Schwiegermutter mit Schwiegertochter gegen die anderen zum Beispiel. Er beschreibt das total konkret. Und ich glaube, der Ruf dieses Tages ist es wirklich, immer wieder in den kleinen Augenblicken mich zu entscheiden. Es geht jetzt nicht um die großen Lebensentscheidungen, sondern es geht um die kleinen Entscheidungen immer, will ich das jetzt machen oder will ich das nicht machen? Ich musste jetzt noch ein paar Besorgungen machen hier, weil mein lieber Mitbruder etwas im Bette liegt und ich habe mich gefragt, wann machst du das jetzt? Willst du das jetzt sofort machen oder nicht? Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt sofort. Und ich musste noch einiges aufräumen, eine Leiter in die Kirche zurückbringen. Die stand jetzt schon ein paar Tage da und ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt sofort. Dann rief mich noch eine Frau an, die um ein Gespräch bat. Ich war aber gerade im Supermarkt und konnte das nicht regeln. Und dann habe ich ihr gesagt, kein Problem, ich sehe gerade ihre Nummer. Ich werde sie gleich zurückrufen und ich habe das sofort gemacht. Also, das ist im Grunde der Punkt, dass wir brennen, dass wir uns immer sofort entscheiden und dann wirklich dazu stehen. Also unser Motto, entscheide dich, make your decision, entscheide dich. Ein Tag voll konkreter, kleiner, guter Entscheidungen, dass wir brennen.